Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Checkl Sports. Ja, heute wird es kälter, heute wird es schneller und heute wird es härter, denn wir sind beim Eishockey und wir sind nicht irgendwo, wir sind im Walter-Mack-Stadion, das Zuhause vom Adendorfer EC. Und die testen heute gegen einen Ligakonkurrenten, gegen die Harzer Falken. Und wie dieses Spiel verlaufen ist, das schauen wir uns an. Der Adendorfer EC gegen die Harzer Falken, jetzt bei Checkl Sports. Viel Spaß! Ja, liebe Zuschauer, 15 Minuten später ging es los wegen Anreiseschwierigkeiten und die Adendorfer heute im ungewohnten grünen Trikots. So viel vorneweg und dann rein in die Partie und die Adendorfer kamen sehr gut ins Match. Das erste Drittel gehörte absolut den Hausherren. Die machten Druck, die suchten ihre Chancen. Und wir gehen in die fünfte Spielminute. Adendorf hier im Pressing. Der Puck hinterm Tor, immer noch scharf. Und dann ist es Viktor Andruschenko. Der trifft zur 1:0 Führung. Für die Heidschnucken Viktor Andruschenko mit Vorarbeit von Tufan Saarfeld zur 1:0 Führung. Ja, aber ein Spaziergang sollte es nicht werden. Immerhin der amtierende Meister hier zu Gast. Und da brauchst du einen gut aufgelegten Adam Boykeboom. Und das war er. Ein sicherer Rückhalt heute für die Hausherren. Nächster Angriff in der 15. Spielminute von Adendorf. Der Puck hinterm Tor heiß. Kommt auf die linke Seite. Und dann ist es Ruslan Tschernich. Der trifft zur 2:0 Führung für die Hausherren mit Vorarbeit von Demjanink. Aber Adendorf machte Druck und hat hier fast die Chance zur 3:0 Führung. Und kurz darauf eine ähnliche Szene, der Puck frei, aber kann hier nicht im Tor untergebracht werden. Dann mal die Gäste mit einem Angriff. Hier hätte es eigentlich hohen Stock geben müssen. Und hinten drin steht dann Adam Boykeboom, der heute 49 Schüsse halten konnte, da eine 96,1 Quote. Starke Leistung vom Goalie. So, und dann gab es die ersten 2 Minuten Zeitstrafe, verursacht durch Boykeboom wegen Zeitspiels. Für ihn auf der Bank, dafür Boris Drosch. Aber Adendorf präsentierte sich auch in Unterzahl gegen das Powerplay-Spiel von den Harzer Falken. Hervorragend im Kollektiv. Kurz darauf dann auch die erste Strafe für die Gäste. Patrick Franz darf hier Platz nehmen. Und dann gab es nochmal 2 Minuten. Vadim Kulabukov. Sie haben es gesehen, wegen Beinstellens. Ja, und 1 gegen 1 hier gegen Boykeboom. Der Sieger bleibt. Boykeboom, der heute sehr gut drauf war. So, 37. Spielminute, Überzahl für die Harzer Falken. Und dann ist es Bastian Schirmacher, der zum Anschluss trifft. 1:2
Vorlage kam von Dennis Arnold. Jetzt waren die Harzer Falken auch hier im Spiel angekommen. Aber es gab jede Menge Chancen für die Heidschnucken. So, ab ins dritte Drittel und jetzt wurde es nochmal Maßarbeit. Der Eismeister wurde gerufen. Das Tor wollte nicht mehr dastehen, wo es hingehört. Konnte aber geklärt werden. Und dann gab es wieder Sportliches. Und es wurde hier nochmal richtig zur Zitterpartie. Die Harzer Falken drückten. Auch wenn Adendorf hier die Chance gehabt hätte, auf 3:1 zu stellen. Kurzen Meinungsaustausch. Und auch hier ist Leon Grote, kratzt den Puck von der Linie. Und dann im Gegenzug die Drehung. Und dann ist es Jörn Weikamp, der den Ausgleich schnürt. 2:2. Schöne Drehung. Vorlage kam von Nico Schnell. Ja, David Tomeko, Sie haben es gesehen, der durfte dann auch nochmal Platz nehmen. 2 Minuten Zeitstrafe für Hohenstock. Und jetzt wurde es ein Krimi, aber mit gutem Ausgang für Adendorf, denn die treffen hier per Domantas Tsipas zur 3:2 Führung. Die Vorlage kam von David Tomeko und einen gibt's noch oben drauf. Yannick Henry setzt den Schlusspunkt. 4:2. Für Adendorf, die Heidschnucken gewinnen dieses Testspiel absolut verdient gegen den amtierenden Meister. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Jetzt noch gleich die Interviews. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, Leon Grote, der Goalie von den Harzer Falken, steht bei mir. Leon, so kurz am Spiel, dein Fazit, woran lag es heute? Ja, wir hatten halt wenig Warm-up, muss ich sagen. Wir kamen ja ein bisschen später durch den Stau zum Spiel und hatten so dementsprechend kein gutes Warm-up, sondern haben uns direkt umgezogen und sind dann aufs Eis gegangen. Und das hat man halt auch im Spiel gemerkt, dass wir so ein bisschen träge waren, noch das erste Drittel. Und dann im zweiten Drittel waren wir dann so gesehen aufgewärmt. Du sagst es ja, im ersten Drittel können hier die Adendorfer vielleicht sogar auf 4-0 stellen. Ja. Im zweiten Drittel wird es dann nochmal spannend und im Drittel kommt ihr so richtig ran. Aber dann gibt es einen Knockout in den letzten 2 Minuten. Woran lag es da? Vielleicht die Kräfte haben vielleicht nachgelassen, weil wir ja auch im zweiten Drittel echt Power gegeben haben und auch gut aufgeholt haben, auf Gleichstand gegangen sind. Ja, und im letzten Drittel war es ja in den letzten paar Minuten, vielleicht hat auch einfach die Power gefehlt. Das Testspiel wird dann bei euch nochmal ausgeführt. Ne? Genau. Was erhofft ihr euch da dann nochmal? Nochmal eine andere Formation? Genau, natürlich ein Sieg. Ja. Und ja, also ich bin guter Dinge, dass es da zum Sieg kommt. Dann wünsche ich dafür viel Glück. Ja, und danke fürs Interview, Leon. Dankeschön. Ja. Danke dir. Ne? Ja, liebe Zuschauer vom Adendorfer EC, haben wir leider keinen mehr ins Mikrofon bekommen. Die feiern immer noch in der Kabine, absolut verdient. Denn das zweite Testspiel wurde auch hier mit 4:2 gewonnen gegen die Harzer Falken. Wir danken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sportlich. Tschüss.